Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Skyward Sword. Ich bin Mahadevi und heute zeige ich euch, wo ihr die benötigte Ausrüstung findet für den C4 und den Terra-Tempel. So, als erstes müssen wir auf die Mutter-Kind-Insel und zwar per Wirbelwind. Den sieht man hin und wieder auf dem Meer. Sobald ihr Pfeile habt, könnt ihr den Frosch, den Windfrosch tot machen und... Naja, nicht tot machen, besiegen halt. Und er bringt euch dann dieses schicke Lied bei. So kommt ihr auf die Mutter-Kind-Insel. Wo wir was Tolles kriegen. Pass auf. Das, meine Damen und Herren, ist die Königin der Feen. Übrigens, auch von ihr könnt ihr ein Foto haben. Wieder zu kaufen bei Kofka. Dem Typen. Mit dem Fotoladen. Je nach Mondstand. Mondsichel-Erweiterung, keine Ahnung, auf jeden Fall. Je nachdem, welche Mondphase jetzt habe ich, welche Mondphase ihr habt, könnt ihr bei ihm so ein Foto kaufen. Ich glaube, es gibt 7 verschiedene. So. Und wir haben was Neues gelernt. Wir haben jetzt Feuer- und Eispfeile. Damit können wir auf die Ignis-Spitze und oh, an das andere. Und die Firninsel. Muss ich selber gerade erstmal auf meiner Karte gucken. Genau, die Firninsel und die Ignis-Spitze sind jetzt unser Ziel und wir holen uns da die schönen Sachen. Dann jedes erstmal auf nach Draconia. Von da aus kommen wir am schnellsten zur Ignis-Spitze. Übrigens, kleine Vorwarnung. Ah, hört ihr das? Spielt jemand. Kleine Vorwarnung, die Feuer- und Eispfeile brauchen Magie. Also seid vorsichtig. Wenn ihr mehr Magie braucht, findet ihr südlich vom Zwei-Augen-Griff eine Horde Möwen und dort könnt ihr einen Oktopus besiegen. Und wenn ihr den besiegt habt, dann bekommt ihr von ihm eine Fee. Übrigens, wenn ihr nicht genau wisst, wo ihr hin sollt oder so, fragt die Fische. Die Fische, der Fisch, der hier in der Nähe ist zum Beispiel, sagt uns... der Fisch hier in der Nähe erzählt uns, dass wir auf die Mutter-Kind-Insel müssen, um die Feuer- und Eispfeile zu bekommen. Der Fisch an der Terra-Insel sagt uns, dass wir hierher kommen müssen, um das zu finden, was wir brauchen, um in den Tempel zu kommen. Es lohnt sich also hin und wieder mal die Fische zu füttern. Da ich dieses Spiel jedoch nicht zum ersten Mal spiele, weil das wusste ich das bereits. Hör auf zu reden, Mann. Nein! Sag mal, willst du mich verarschen? Wir haben 5 Minuten, um hier reinzukommen. Und die Hälfte der Zeit verschwende ich mit diesem ganzen Getrödel hier, ey. Ah! Hoch da! Und ihr hört schon, wer da oben auf uns wartet. So. Ach, er wartet schon hier auf uns. Genau. Als erstes gehen wir nach links. Und hier, wenn wir die Möglichkeit haben, nach rechts.
Das geht alles von unserer Zeit ab. Da drin müssen wir auch noch Sachen machen. Bevor wir die den neuen Ausrüstungsgegenstand bekommen. Ups! Ach, scheiße. Ey, ich sag dir, 5 Minuten sind um und ich bin noch nicht mal drin. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. So, jetzt aber. Und rein mit uns. So, gab es hier nicht noch irgendein Rätsel, das wir machen mussten? Probier es erstmal damit, alle Gegner zu töten. Ja, und das war's auch schon. Okay. Ich dachte, hier kommt jetzt noch voll das fette Rätsel, aber... Naja. So geht's natürlich auch und ist viel schneller. Und wir haben die Kraftarmbänder bekommen. Cool. Jetzt können wir richtig schwere Sachen hochheben. Wie diesen riesigen Schädel. So. Weiter geht's. Zur Firneninsel müsste das sein. Ah. Wo ist mein Boot? Ist, wo das beschissene Kanonenschiff ist. Da, wo es mich treffen kann. Ein Drecksvieh, ey. Ah, wo ist mein Boot? Da ist mein Boot. Cool. Dann geht es jetzt weiter. Nach Tantopia. Stimmt, das kann ja gar nicht angezeigt werden. Ich habe meine Karte nie wirklich aufgedeckt. Ich war sehr faul, was das angeht, denn ich habe online eine sehr praktische Karte vor mir zu liegen. Daher brauche ich die Karte in dem Spiel selber nicht so. Okay, und wir müssen nach Westen. Andere Richtung. Da lang, genau. Während wir jetzt zur Firneninsel segeln, lese ich euch mal vor, was ich vorhin in der Flasche gefunden habe. Oh, ein seltenes Foto. Und zwar vom König. Das kann man auch bei Dingsums kaufen. Dem Typen da. Wer ist denn der nochmal? Also Kofgar da, genau. Der Fototyp. Das ist halt irgendwie nicht mein Tag. Ich koche mir nachher ein bisschen Schokoladenpudding. Das wird mir helfen. Ein seltenes Licht auf offener See. Da holen wir uns doch direkt mal einen Schatz. Oh, und da vorne können wir es auch schon sehen, die Firneninsel. Ja, nämlich. Hier wollen wir hin. Und der ein oder andere kann es sich bestimmt schon denken. Diesmal brauchen wir nicht die Eispfeile, diesmal brauchen wir die Feuerpfeile. Hier gibt es übrigens auch noch eine Schatzkarte zu holen. Die holen wir allerdings noch nicht. Dazu haben wir später ganz viel Zeit hier in der Truhe, obwohl ja, wir jetzt hier schon mal stehen. Nehmen wir doch gleich um. Ansonsten würde ich euch davon abraten, hier nach groß zu suchen. Denn das geht alles von euren 5 Minuten ab. Genau. Erkundet das lieber später in Ruhe. So,
Ach, wo geht's denn hier hoch? Da. Und versucht am besten gleich am richtigen Ende zu landen, ey. Das kostet wieder sehr viel Zeit. Aber der Weg drin ist ungefähr genauso schwer wie der bei der letzten Insel. Das heißt, es ist definitiv machbar in der Zeit. Eigentlich finde ich das draußen immer wesentlich schwieriger. Habt ihr das gehört? Ich liebe das. Auch wenn das wieder ein unnützer Umweg ist, ich will diese fucking 5 Rubine haben. Okay, und die fucking 5 Rubine wollen nicht mich. Sag mal, ey, okay. Link möchte anscheinend gerade nicht springen. Wow, okay. Und, hier sollten wir ein bisschen vorsichtiger sein. Oh, ich liebe es, wenn er so schreit. Sag mal, ist das echt zum Kotzen? Ah, mit Abrollen. So, da kommt unser Taxi. Link, hör bitte auf zu schreien, das ist peinlich, Mann. Continence. So. Und wir sind wieder auf sicherem Stein. Rutschfest. Garantiert rutschfest. Schön, dass man hier so gut sehen kann. Das ist gerade echt ein bisschen beschissen. Warum schneit das hier drin? Ich meine, ganz ehrlich, ich bin in einer fucking Höhle. Noch jemand? Bevor die mich nachher noch zu sehr nerven. Oh, warte mal, warte mal. Ne, ich brauche auch gerade keine Fee. Ich habe immer noch eine volle Buddel Omas Suppe. Und in der zweiten Flasche habe ich immer noch eine Fee. Ja, ist toll, diese Rutschbahn, wenn man wieder nichts sieht in dem Schnee. Das ist echt beschissen gelöst. So, hier sind wir aber schon. Und wir haben sogar noch Zeit übrig. Ganze 2 Minuten. Ja, geil, Mann. 2,3 Minuten. So. Okay. Natürlich hört es nicht auf zu schneien. Im Gegensatz zu den Kraftarmbändern müssen wir uns aber mit den Eisenstiefeln ausrüsten. Übrigens, kleine Info, die Kraftarmbänder brauchen wir im Terra-Tempel, die Eisenstiefel im C4-Tempel. Was ist denn hier? Daran kann ich mich ja gar nicht erinnern. Cool, jetzt kann ich mir verschiedene Gegner auftauen. Ist dann auch was Schönes, eine Schatzkarte, aber die habe ich schon. Ich glaube, einen silbernen Rubin bekomme ich am Ende. So. Ach, wie kacke, der hat immer noch sein Schwert. Ich sehe nichts in diesem scheiß Schnee, ey. Was für ein Scheißdreck. Nur aufpassen, dass ich nicht aus Versehen in das Licht zurückgehe. Ach, das ist nur eine Vase. Okay. Ah ja, cool. Die Vase hat aber Rubine. So. Ein paar, glaube ich, müssen wir noch machen. Da hinten ist noch ein Eisblock. Ah, ist auch wieder nur eine Vase. Hm, auch nur 2 Rubine diesmal. Okay, und hier wartet dann bestimmt ein bisschen was Größeres. Naja, oder auch nicht. Und jetzt? Kommt eine Kiste. So, da müsste jetzt ein silberner Rubin drin sein. Die Schatzkarte haben wir ja schon gefunden.
Und auf meiner Karte, genau, wurde mir nur noch ein Rubin angezeigt. Ein orangener, der ist natürlich auch ganz schön geil. So, dann geht's weiter. Nach draußen. Das Tolle ist, diese ganze Eisscheiße, dass wir hier nicht rauf können, beginnt erst wieder, wenn wir weg sind. Das heißt, wir können uns jetzt hier richtig viel Zeit lassen, wenn wir wollen. Ey, fick dich. Habt ihr das gesehen, Mann? Der hat mich da volle Kanne runtergebombt. Scheiß, Kerl, ey. Bist du? Dass der aber auch nicht springt, ey. Link, das ist echt traurig von dir. Okay, der Trick mit dem Rollen funktioniert auch nicht. Ich glaube, ich darf nicht an der Ecke abspringen, sondern muss auf einer geraden Kante abspringen. Dann geht's besser. So. Und jetzt suche ich wieder nach meinem Boot. So. Den Fall kann ich mir sparen. Oh, wo bist du? Den könnte ich mir theoretisch aussparen, mache ich aber nicht. Ah, das ist mein Boot. Ja, macht Sinn, dass das hier steht. Kann der nicht einfach mal da bleiben, wo ich es abgestellt habe? Na gut. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur Terra-Insel. Und dort sehen wir uns dann auch gleich wieder. Ich hoffe, ich konnte euch in dem Teil helfen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, ihr hinterlasst mir auch Kommentare. Tschüss und auf Wiedersehen. Ich bin Mahadevi.